Können wir aber auch mal machen. So eine Folge voll mit Emotionen. Oh, toll. Jetzt halt die Schnauze, ich hasse dich. Niemand braucht Zuhörer. Ich bin der große Kürbis, Charlie Brown. Wir halten nicht Händchen, wir tauschen lange Proteinstränge aus. Ja. Wir müssen die Dosierung dringend anpassen. Aufgrund des sehr warmen Herbstwetters wird die heutige Sendung präsentiert von Wasser. Oh, Wasser, natürlich durchsichtig. Jetzt mit extra viel H2O. Muss ich mal gucken. Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium, Chloridium, Sulfadium, Hydrocarbonadium. Omnomnomnium. Haben wir auch alle schon unsere Tabletten genommen? Die ganze Packung. Yay! Oh, ich muss erstmal mich sortieren. So. Müssen wir wieder? Ja. Fuck. Hallo, liebes Publikum, ich bin der Hendrik und bei mir ist die heißeste Schnitte im Brotkorb, der Flo. Da fällt mir ein, der Paket ist zwar noch nicht da. Unterhalt mal das Publikum, ich bin gleich zurück. Okay. Ich und euch unterhalten, klar. Wie geht es euch? Mir geht es gut. Vielleicht spielen wir an dieser Stelle nachher einfach einen längeren Jingle ein, damit ihr nicht merkt, dass ich eigentlich nur Quatsch erzähle. Ah, der Flo kommt wieder. Die Stimmungskanone von uns beiden. Das gute Laune Geschütz unseres Podcasts. Wie ich höre, wird das Publikum sehr begeistert sein. Natürlich. Ich schneide nichts davon, das weißt du. Fuck. Na? Ich dachte noch, stellst du das Zeug vor die Tür und hab's vergessen, ja. Wie es so ist. Wie es so ist. Sei froh, dass es der Paketbote war und nicht der Milchmann. Der kommt um die Uhrzeit nicht mit. Um die Uhrzeit bin ich schon leer gemolken. Ach, sei froh. Ja, bin ich auch. Abends noch diese schweren Euter, das ist nichts mehr für mich. Und dann willst du aufnehmen und dann hast du die ganze Zeit dieses Strull-Strull-Strull-Geräusch. Ja, ja. Ach, ach, ach. Nein, noch schlimmer, so halb voll Schwappel. Was hast denn du so erlebt in den letzten 2 Wochen seit unserer letzten Aufnahme? Es ist schon so lange her. Ich glaube. Ach, es war wunderbar. Fand ich auch. Was habe ich erlebt? Ich habe das beste Steak meines Lebens gegessen. Das klingt schon mal gut. War es eine Milchkuh? Auf jeden Fall eine Kuh, aber ich wollte mein Steak eigentlich ohne Milch. Was habe ich noch erlebt? Ich war am Zoo. Und du bist wieder zurückgekommen. Ja, sie wollten mich nicht im Affenhaus behalten. Ihr Verlust. Richtig. Ich kann schwingen. Und mit Kacke werfen. Ja, das stimmt. Frau Melone getroffen. Ach, das ist schön. Ja, das stimmt. Hab sie auch gegrüßt von dir. Das ist auch schön. Ja, das stimmt.
Und viel zu lange im Zug gesessen. Das ist nicht schön. Nein, überhaupt nicht. Vor allem, wenn du dir denkst, ah geil, du hast das Glück gehabt, ein Abteil zu bekommen. Setzt dich dort oder willst in dieses Abteil hinein schlüpfen und stellst fest, oh fuck, der ganze Waggon ist belegt von einer pubertäre Teenie-Mädchen-Hockey-Mannschaft. Yay! Nein. furchtbar. Ich hab's ja sowieso nicht so mit Kindern, aber pubertäre Kinder mit Hockeyschlägern sind nicht cool. Ja, ach. Zum Hockeyschläger und Gemütsschwankungen passen ja perfekt zusammen. Großartig. Was habe ich denn noch erlebt? Meine Frau ist weg. Yay! Hey! Ich komme. Ja, schon, aber das kannst du auch, wenn meine Frau da ist. Ach so, ja. Die beschwert sich immer über die Flecken. Ja, weil sie putzen muss. Ja. Und sie kommt aber bald wieder. Yay. Ich glaube, viel mehr habe ich nicht erlebt. Doch, ich habe jede Menge Dinge getan, die ich normalerweise nicht tue. Ich war baden und habe Filme geschaut. Oh, das ist schön. Um mich ein bisschen deinem Informationsausguss-Ding sie mit dem Eimer und Worten. Du redest immer sehr viel über Filme, da dachte ich mir, ich schaue auch mal welche. So, das hast du jetzt davon. Nein, das hast du jetzt davon. Und zwar habe ich geschaut Der dunkle Kristall. Ah, passend zu unserem Muppet-Thema. Genau, weil es ja auch hier Jim Henson und so und Figuren und krass. Und die ersten zwei Folgen Fraggles habe ich geschaut. Schön. Und Mary und Max. Ah, das ist dieser auch animierte Knetfiguren. Irgendwas mit Schafen im Untertitel. Genau, irgendwie schrumpfen Schafe, ja, wenn es regnet oder sowas. Ja, genau. Ich glaube, ansonsten hat sich nur noch meine Chefin beklagt, dass ich so viel gackern würde. Wie ein Huhn. Oh. Ja. Warum machst du das nicht während des Podcasts? Einmal ein Ei im Büro und schon hat man das Problem. Und bei dir, Flo, was geht ab? Ja, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich jeden Tag neue Schmerzen habe. Aha, du bist über 30. Ja, ich gehe schon stark auf die 50 zu. Nein, ich war ein wenig erkältet letztes Wochenende. Und seit der letzten Woche habe ich dann Schmerzen so im Lendenwirbelbereich. Nicht cool. Abwechselnd Schmerzen im Genick. Es war sowas wie ein Hexenschuss und ein Genickschuss nur gleichzeitig. Ich habe mich nach vorne bewegt und es hat Knack gemacht und danach hat sich nichts mehr bewegt. Ich mag, dass du es Genickschuss nennst. Ja, und heute ist es dann wieder der Lendenwirbelbereich. Also es geht hoch und runter. Ah, quasi der neurodingsige Freefall Tower. Hui, hui. Zum Glück war das Ganze am letzten Samstag sehr erträglich. Ah, der letzte Samstag. Der letzte Samstag. Dort habe ich ein paar uns beiden bekannte Leute getroffen. Wir haben uns in Koblenz getroffen und ich habe sie auch gebeten, etwas für dich mitbringen zu dürfen. Was? Ja, es ist ein Audio, das ich dir nicht verrate, was es ist. Das kommt irgendwann an eine spezielle Folge. Du kannst dich aber drauf freuen, ich habe Tränen gelacht. Okay. Du wirst es vielleicht noch kennen von damals, als wir noch... Oh je. Als wir unsere Blödsinn noch in schriftlicher Form von uns gegeben haben. Ja. Ja.
als wir noch nicht reden mussten, sondern schreiben durften. Das war schön. Oh ja. Warum reden wir eigentlich und schreiben nicht einfach? Weil, ja, warum eigentlich? Und lassen das von so einer Computerstimme vorlesen. Da habe ich auch schon dran gedacht. Aber, ach. So viel Bewegung mit den alten Fingern. Muss man alles tippen und so. Man könnte es ja so mit einem Worterkennungsprogramm aufnehmen und das vorlesen lassen. Ja, das ist vermutlich auch eine Idee, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber. Doch. Also in dieser Podcast-Folge bislang ist das die mit Abstand beste Idee. Ich höre gerade einen Fotorad klicken. Da draußen auf dem Nachbargrundstück werden Bäume gekürzt. Oh. Worüber ich ganz froh bin. Ja. Ich meine, jetzt kommt wieder Sonne rein, das ist nicht so schön, aber ich habe schon erlebt, wie so ein Baum umgekippt ist. Aha, und das wenn, ist quasi das kleinere Übel, wenn Sonne reinkommt und nicht der Baum. Ja. Ja. Ich verstehe. Und sie waren schon sehr hoch und morsch und jetzt sind sie halb hoch, sehen scheiße aus und werden wahrscheinlich nächstes Jahr dann komplett abgemacht. Also das jetzt zu machen, jetzt klingelt das Telefon, aber es ist mir egal. Wegen mir kannst du auch rangehen. Ich kann unser Publikum ja nochmal unterhalten. Wird eh nicht für mich sein. Und selbst wenn. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach, da zwischen den Beinen. Oh. Ist es wieder diese Zeit des Jahres? Ja. Schrumpfzeit. Ach, hast du, apropos Schrumpfzeit, hast du auch diese Meldung gelesen? Welche Meldung, Flo? Ich suche es raus, ich werde es dir gleich. Okay. Ja, ansonsten habe ich aber nicht wirklich viel erlebt in den letzten 2 Wochen. Glaube ich. Ich war zu Gast in der Krümelschublade. Ja, das habe ich gesehen. Ist das auch ein Podcast oder ist das so ein... Das ist ein Podcast, in dem der Blaubeerfalter mit Leuten spricht. Das hat er irgendwann geoutsourced in einen eigenen Podcast. Ja, den habe ich noch gar nicht in meiner Hörliste. Na, siehst du. Mit Ü oder mit UE? UE. Grümelschublade. La.de. Schublade suchen. Kein Ergebnis. Naja. Es ist übrigens total meditativ entspannend. Ich schaue mir gerade dieses animierte Bild deines Avatars an, wo Blut von oben nach unten fließt und du dich auflöst, während du redest. Ja, das ist schon ein paar Jahre alt mittlerweile, aber ich dachte, ich kram es passend zum Oktober nochmal hervor. Das sind 31 Bilder und ich hatte sie irgendwann vor ein paar Jahren mal jeden Tag einen neuen Ava und habe sie dann so als Animation zusammengebastelt. Finde ich sehr schön. So fühle ich mich auch. Dieses Grün, was dann so frühlingshaft aus deinen Poren schießt. Ja, wie jeden Frühling. Ja, wenn der Floh wieder die Algenblüte bekommt. Meine blühenden Algen. Ja. Blühende Landschaften ist was für Kinder. Ach, das ist ja Blödsinn. Das kann ja jeder. Ja. Apropos Blühen, gibt es denn im Bereich Grünzeug irgendwelche Neuigkeiten? Naja, die Tatsache, dass es partout nicht kalt wird, führt natürlich auch dazu, dass es draußen nicht kalt wird. Nein, dass alles Grünzeug weiter denkt, das wäre Vegetationsperiode und vor sich hin Vegetation. Und ich habe wieder Chilis geerntet und wieder geschreddert und wieder geerntet und getrocknet und geschreddert und geerntet und getrocknet und geschreddert. Und ich bin immer noch, also, ne? Es geht alles weiter. Alles grün, alles schön. Ich habe ein paar Stühle gefunden in diesem Haus, die nicht mir gehören. Und die kurze Hand zu
so Blumenaufstellregal-Zeugs zusammengemöppelt, damit ich Blumentöpfe höher bekomme, damit die mehr Sonne bekommen. Weil, Sonne geht ja früher unter und so und dann Schatten und Zeug. Ich mag ja, ansonsten, Zeug. Ansonsten ist gar nicht so viel Grün in Neu da. Es ist ja auch erst Mitte Oktober und die neue Chili-Saison beginnt ja erst Mitte November mit der Aussaat. Ja, auch bei mir gibt es da nicht wirklich viel Neues durch das doch ziemlich warme Wetter. Sind alle abgeschnittenen Kräuter jetzt schön wieder am Ausblühen? Ja. Also ich habe auch schon wieder ganze Büsche von Minze da kann ich schon bald wieder Tee machen. Oh, sehr gut. Man kann nie genug Tee haben. Stimmt. Nicht, dass ich nicht, ich glaube, 36 Sorten in der Schublade hätte. Der Winter kann lang sein. Ja, ich hoffe es, weil bis jetzt... bis jetzt nicht. Ach, ich finde den Artikel nicht, dann erzähle ich das so aus dem Kopf. Okay. Also es ging um einen Mann, der im kalten Wasser schwimmen ging, nackt. Mhm. Und wir alle kennen das, da schrumpft ja dann schon mal was. Und als er sich dann so auf einen, ich weiß nicht mehr, einen Holzstuhl oder sowas setzte. Nein. Rutschte es zwischen die Balken und wuchs wieder. Nein. Doch, genau das. Nein. Ja. Nein. Er musste dann befreit werden. lustig ist, wenn du die Google News Suche nach gestrumpfte Hoden stecken geblieben suchst, findest du Erfolg im Artenschutz Comeback des Mauritius Falken. Das weiß ich auch nicht. Yay! Hast du einen Mauritius Falken in der Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Oh, apropos kleine runde Dinger, es gab Rosenkohl bei mir. Oh, bei mir auch die Tage. Ich habe ihn aber als Salat gemacht. Das ist schön mehr Arbeit. Mich noch nicht getraut. Naja, das heißt, du schneidest die Kügelchen klein oder du rupfst einzelne Blätter ab? Oder? Ja, wenn ich sie sowieso schälen und putzen muss, schneide ich halt unten mit dem Messer so rund ein bisschen Strunk raus und dann fallen sie halbwegs schon auseinander. Und dann habe ich die einzelnen Blätter da und kurz blanchiert und dann in die Pfanne. Das ist ein bisschen Aufwand, aber jetzt auch nicht so schlecht, so schlimm. Ach ja. Ich hatte ein Kartoffelgratin dazu. Ich werde dazu, demnächst mal, Ja, das nicht, das ein wenig flüssig war, also die Kartoffeln nicht, aber der Rest. Aber, naja, der Käse war geschmolzen, das war schon gut. Ich musste es halt abtropfen lassen vor dem Essen, aber sonst hat alles gut geklappt. Ja, wenn die Kartoffeln erst flüssig sind, dann ist das Gratin auch nichts mehr. Glaub mir. Glaube ich dir. Ich habe in WGs gewohnt. Oh ja. Ja, worüber wollen wir... Du wolltest irgendwas Kochtechnisches noch sagen. Echt? Weiß ich nicht mehr. Ah doch, ich werde demnächst Rippchen machen. Ich habe vom Hobbykoch Kai mir den Link zu einer Rippchenfolge geben lassen, denn es werden Schälrippchen mariniert werden. Ja. Und eine DVD mit sehr vielen Roy Black-Filmen kam an. Du weißt, was das heißt. Steckt Dela dahinter? Eventuell. Ach, das heißt, ich werde bald mich aus diesem Podcast verabschieden. Tu das unserem Publikum nicht an. Doch. Du bist der Einzige von uns beiden, der sinnvolle Sätze formulieren kann. Blablabla. Sag ich doch. Ich bin der während der Sendung nach geschrumpfte Hoden steckt geblieben googelt. Ja, wer tut das nicht? Na gut, von den Podcastern, die wir kennen, fällt mir jetzt auch keiner ein. Ach ja. Ja.
Wer war denn da so alles in Koblenz mit bei? Na, also ich bin mit Daniel gefahren, dem Bomberfalter. Ja. Und der feine Herr Ralf war anwesend. Ach was. Ja, den gibt's noch. Ich habe auch an ihm geleckt, wie es sich gehört. Sehr gut. Ja. Welche Seite? Die keksige. Gut. Und dann waren da noch zwei dir bekannte Menschen. Ach ja. Und mir auch bekannt. Ja, auch war ganz lustig. Das klingt gut. Ich bin etwas abgelenkt. Zwar werden die Bäume nicht mehr gefällt, aber irgendwas machen sie da draußen noch. Ich glaube, sie machen das extra leise, um diesen Podcast mitzubekommen. Das wäre nachvollziehbar. Nicht vielleicht für mich. Bauen sie auch wirklich große Schwedenfeuer. Aus den restlichen Bäumen. Dann muss ich doch meinen Schlauch noch rausholen. Also wie ihr alle merkt, wir haben wieder nichts zu erzählen. Was? Ich bin auch sehr müde, also nicht viel Schlaf in den letzten Tagen wieder. Und heute ist Montag, wenn wir das aufnehmen, vermutlich auch, wenn das erscheint. Es ist immer Montag. Ja, es ist immer Montag. Aber der Montag ist meistens der montagigste Montag der montagigen Woche. Worüber haben wir geredet? Ich habe den Satz schon verdammt. Ich bin müde. Ja, das war's. Ja. Dings. Gut. Wie fandest du denn den dunklen Kristall so? Flo. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es Figuren gibt, die Pottlinge heißen. Wirklich? Ja. Ja, mein erstes Problem mit dem Film war, die Akustik war ein Graus. Das lag... Das kennen die Zuhörer unseres Podcasts. Nein, sogar für unsere Verhältnisse. Das lag an der deutschen Tonspur. Die ist fürchterlich. Also so fürchterlich abgemischt und so. Ne? Also man versteht die Hälfte und das auch nur, wenn man gut hinhört. Ich habe es mit der englischen Tonspur versucht und kam aus dem Lachen nicht mehr raus, weil ich hatte das Gefühl, sie besteht nur aus drei Worten und eins davon ist off. Also es war immer so eine ja, ich weiß nicht, sehr komische Wort-Aneinander-Sprech-Dings. Ich konnte es mir nicht anhören. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, es hat mich sehr, sehr an Augsburger Puppenkiste erinnert. Aber als hätte die Augsburger Puppenkiste einen furchtbaren Albtraum. So Story-Atmosphäre-mäßig war es für mich irgendwo so eine Mischung zwischen Star Wars und Herr der Ringe. Ja, so ungefähr ist das auch, ja. Aber auch mit einer sehr, sehr flachen Story. Naja, der Film ist von 82. Ich glaube, da hat dann jeder versucht, Star Wars nachzumachen irgendwie. Ja, das ist mir heute im Büro so durch den Kopf gegangen. War der Film damals vielleicht gut und ist einfach so schlecht gealtert, dass er heute überhaupt nicht mehr wirkt? Oder war er damals schon wirklich seltsam flach? Ich habe hier Wikipedia offen und da steht eine Kritik aus dem Lexikon des internationalen Films. Aha. Während der Film über wenig originelle Handlung verfügt, Würde ich so unterschreiben. Ja. Und auch die Protagonisten auf Stereotyp wirken. Ja, würde ich so unterschreiben. Wirkt der Film vor allem durch die üppig ausgestatteten Landschaften, das Design der Welt und die oft exzentrischen Nebendarsteller.
völlig richtig. Also was mich wirklich fasziniert hat an dem Film war, was sie da zusammengeschraubt haben an Kulissen und so Landschaftsgedöns und sowas. Also sehr, sehr schön aufgebaut alles. Auch die Puppen und vor allem die Bösen fand ich sehr, sehr genial. Die Hauptdarsteller konnte ich voll vergessen. Die sahen aus wie so Taiwan-Plastik-Spritzgussfiguren. Aber alles, wenn man die Hauptfiguren rausgenommen hätte aus dem Film, wäre der Film wirklich interessant gewesen. Ich fand die, das mag ein bisschen an mir liegen, aber ich fand die Bösen auch wirklich besser herausgearbeitet. Ne? Also, ja. Entschuldigung. Da konnte man was mit anfangen. Diese beiden fast schon Heiligenbildchenartigen guten Hauptfiguren waren, ja, nee, ging gar nicht. Das ist aber bei so Filmen leider öfter der Fall. Okay. Es ist ein bisschen länger her, dass ich den geguckt habe, aber ich erinnere es genauso, wie du es gerade erzählst. Die Hauptfiguren sind wirklich, ja, Augsburger Puppenkiste. Ja. Ja. Ne? Einfach nur gute Männchen. Und ja, die Bösen, aber völlig ja. konturlos ja. auch. Also Bösen nicht nur von der Persönlichkeit her völlig konturlos, sondern auch die Puppen sind völlig konturlos. Die haben keine Mimik, keine, wie sagt man denn? So eine Puppe ist ja immer so ein bisschen übertrieben dargestellt, dass man sich irgendwo dran optisch festklammern kann. Bei denen überhaupt nicht. Grusel, Grusel. Ja. Naja. Es ist halt ein Film von Jim Henson und Frank Oz. Ich weiß nicht. Die haben ein paar gemacht, die theoretisch gut sein könnten. Aber... Okay. Leider, ja. Leider klappt das nicht immer so. Ich meine, lassen wir mal die Muppets-Filme außen raus, das ist ja wieder was anderes. Ich glaube auch, als Kinderfilm funktioniert der vielleicht. Wenn man den so mit, was weiß ich, 10 oder sowas sieht, ja. Könnte ich mir vorstellen, klappt das. Aber Frank Oz, Jim Henson hat ein paar Jahre später dann irgendwann, warte mal, ich gucke gerade, 86 Labyrinth rausgebracht. Okay. Oder die Reise ins Labyrinth. Hier gibt es dann auch menschliche Darsteller, also richtig. Jennifer Connelly spielt die Hauptrolle, die ich immer gerne sehe. Hier war sie noch sehr jung. Mhm. Und der Böse wird gespielt von David Bowie. Ah, ja, ich sehe es gerade hier auf dem Cover, ja. Aber es ist auch wieder dasselbe wie beim Dunklen Kristall. Es sieht cool aus, es hat interessante Ideen, aber es bleibt doch sehr hinter den Erwartungen zurück. Ja, vielleicht war es genau das, meine Erwartungen waren zu hoch. Weil ich hatte halt vorher, klar, Muppets, ne? Ja. Kennt man da so ein bisschen vom Gucken. Und auch, wie gesagt, die ersten zwei Folgen Fraggles gesehen. Und bin mit einer anderen Erwartung dran. Zum einen hatte ich ständig Angst, dass irgendwer anfängt zu singen, was dann auch passierte. Zum anderen hatte ich irgendwie viel mehr hübsche Puppen oder fantasievoll gestaltete Puppen erwartet. Naja. Naja, ich denke immer gerne dran, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles Jim Henson Figuren sind, also aus dem Film. Ja, ich habe dir auch einen Film mitgebracht wieder. Oh. Sag dir denn, ich habe was Schönes ausgesucht und eben bei uns im Gespräch ist mir auch eingefallen, weil ich dir nächstes Mal vorstellen will. Okay. Sagt dir denn der Name Russ Meyer etwas? Ich würde sagen, nein, aber es stimmt nicht. Irgendwas klingelt da in meinem Gehirn. Irgendwas mit Sex und Gewalt. Da klingelt öfter was, aber.
Ja, er hat sehr viele so Exploitation-Filme in gerade so 60er, 70er, 80er Jahre gemacht. Und er hat eine Vorliebe für sehr großbusige Frauen. Mhm. Und das ist natürlich einer der Hauptbestandteile seiner Filme. Ja, das ist nun mal so. Ich habe aber diesmal einen Film von 1976 ausgesucht. Ja. Er heißt Up. Nicht zu verwechseln, oh Gott, bitte nicht zu verwechseln mit Disney Pixar Up. Das könnte traumatisch enden. Auf Deutsch hat er den schönen Titel. Es geht schon los. Es geht schon los. Drunter, nee, Quatsch, drüber, drunter und drauf. Okay. Ja. Aber wenn ich dir jetzt sage, wie die Handlung beginnt, dann wirst du ihn sehen wollen. Mhm. Die Handlung beginnt nämlich mit einem Mann namens Adolf Schwarz. Du, wenn du ihn siehst, ist es Hitler. Aha. Natürlich. Der seine Badewanne besteigt. Also, der baden geht oder der seine Badewanne besteigt? Der baden geht. Okay. Ja. Dann taucht aber eine maskierte Gestalt auf. Mhm. Und kippt einen Eimer Piranhas in die Badewanne und tötet Hitler. Okay. Ja. Wo danach kann ich ihn sehen? Wir werden den Film verlinken. Sehr schön. Ich schmeiß dir ja schon mal in unsere Dingsbums einen Link rein. Ich habe nämlich vorher noch mal geguckt. Wir haben einen Dingsbums? Nein, auf Twitter Dingsbums. Ah, okay. Ja, dann geht der Film weiter mit einer Frau, die ihren Vergewaltiger tötet, mhm, und dann einen Sheriff kennenlernt. Durch den bekommt sie dann in einem Restaurant in einer Kleinstadt einen Job. Ja, dann geht es sehr bizarr weiter mit Sex und Gewalt. Irgendwann töten sich der Sheriff und ein Stammgast bei einer außer Kontrolle geratenen Party irgendwie so gegenseitig. Und am Ende treffen die Besitzerin des Restaurants und die Hauptdarstellerin aufeinander. Und da stellt sich dann raus, dass die Besitzerin des Restaurants, Alice, sowohl die Tochter von Adolf Schwarz ist, als auch seine Mörderin. Und die Hauptdarstellerin entpuppt sich dann als Undercover-Polizistin, die den Fall von Anfang an aufklären sollte. Es ist, aha, kompletter Schwachsinn. Aber das Ganze hat dann tatsächlich Anleihen am antiken griechischen Theater. So, okay, mit Chor und allem. Oh Gott. Ja. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, aber es ist tatsächlich ein lustiger Film. Wahnsinn. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel zu Russ Meyer offen. Der hat einen Film gemacht namens Die Satansweiber von Titfield. Ja. Du kennst wahrscheinlich den englischen Titel eher. Faster Pussycat Kill Kill. Ah, ja. Ja. Schon mal gehört. Ha. Ausgezeichnet. Ja, er hat ein paar lustige Sachen gedreht. Ein paar merkwürdige, aber lustige Sachen. Sehr, sehr abgefahren. Starb 2004 in Los Angeles. Hm. Drei seiner Filme sind in der Sammlung des New Yorker Museum of Modern Art. Okay. Okay. Die wilden Weiber im nackten Westen? Im tiefen, ach, Tal der Superhexen. Ja. Ausgezeichnet. Oh, ich sehe gerade, er hat auch in dem Klassiker mitgespielt, Amazonen auf dem Mond. Oh. Das ist ja auch ein wundervoller Film. Aber mehr dazu vielleicht ein anderes Mal. Gerne. Was habe ich denn sonst noch so erlebt? Ich habe mir die Tage auf Amazon ein gebrauchtes Taschenbuch gekauft. Mhm. Ein Science-Fiction-Roman aus den 80ern über irgendeinen Händler.
habe die Bestellung abgeschlossen. Dann kam dieses Bild, sie haben bestellt, bla bla bla. Kunden kauften auch. Und da war dann eine komplette Reihe von Klodeckeln. Und jetzt habe ich Angst vor diesem Buch. Ha. Weißt du, wenn ich wenigstens in den letzten Monaten mal nach Klodeckel gegoogelt hätte, würde ich es vielleicht verstehen. Aber das... Ich weiß nicht. Wahnsinn. Ja, gut. Nein, nicht gut. Nein. Ach, das ist die Reise ins Labyrinth. Aha, aha. Mache ich mir auch mal ein Lesezeichen zu und werde mir den demnächst mal zu Gemüte führen. Ja, also wie gesagt, man kann ihn gucken, aber geh nicht mit zu hohen Erwartungen rein. Ach, ganz ehrlich, meine Erwartungen, die sind zerschellt an irgendeiner Klippe mit einem dunklen Kristall drin. Fraggles. Da ist mir noch was aufgefallen. Ja. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, einfach auch, weil mir die Erfahrung fehlt in diesem Seriending, sie. Wie außerordentlich großartig ist denn diese allwissende Müllhalde? Cool, oder? Ja. Ja. Das ist eine meiner Lieblingssachen in dieser Serie. Kann ich verstehen. Sowas hätte ich auch gerne. Ja. Bis jetzt habe ich nur Müll. Aber ob daher dieser Begriff für Wikipedia kommt? Vermutlich. Nach allem, was ich bisher gelesen habe, ja. Du hast nicht viel gelesen, oder? Nee. Gut. Dann google ich mal nach allwissende Müllhalde. Das habe ich auch getan. Hallo. All-knowing, all-seeing, trashy. Ja. Mein Computer weigert sich permanent, eine Entspannungs-CD abzuspielen. Und das finde ich bezeichnend. Na gut, das würde ich auch nicht machen. Aggressive Muskelentspannung. Oh, die heißt Marjorie the Trash Heap. Guck an. Sehe ich gerade im Muppets Wiki. ...1983, die ist 2 Jahre jünger als ich. Das sehe ich aber noch besser aus. Noch? Noch. Über den Geruch möchte ich streiten, aber noch sehe ich besser aus. Apropos besser aussehen. Ich hatte Spaß in der vergangenen Zeit mit einem Grafiktablett und Bob Ross. Oh, Bob Ross ist toll. Ja, dachte ich bislang auch. Also. Nicht? Ich versuchte dann über Aufzeichnungen dieser Bob Ross-Sendung am PC nachzumalen. Weil, ne? Am PC kann das ja nicht gehen. Ja, aber ich lebe doch nur virtuell. Was jedenfalls dazu führte, dass ich nach 3 Stunden Malen doch vorsichtig gesagt gereizt war. Also, ich verstehe nicht, wie ihn das so entspannen kann. Das müssen diese Farbdämpfe sein. Tja. Unter anderem. Unter anderem. Sagen wir, es sind Farbdämpfe. Okay. Farbdämpfe. Happy Little Accidents. Happy Little Accidents, hör mir bloß auf. Ja. So ein Vogel. So hat er wahrscheinlich seine Kinder auch genannt. Ja. Fatih, waren wir gewollt?
No, but you have a happy little accident. Genau. So shut up and eat your squirrel. Während er seinen Pinsel ausschüttelte. Ja. Das ist, er freut sich auch immer, wenn es so spritzt. Das ist wahrscheinlich so sind die Kinder zustande gekommen. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ja. Ansonsten ist morgen wieder Dienstag. Unitag für mich. Der erste Unitag dieses Semesters. Ich spüre, wie du dich freust. Sehr. Total. Die Tatsache, dass nur 30% der Professoren, die ich dieses Jahr belästigen will, überhaupt das Internet benutzen, um Informationen mit Menschen zu teilen, finde ich bedenklich. Ja, immerhin 30%. Und auf der anderen Seite, ich möchte nicht mehr mit Erstsemestern konfrontiert werden. Sie sind klein und quietschen. Ja. Happy little accidents. Ja, eher so wie Meerschweinchen. Ach. Meerschweinchen haben wenigstens noch einen Sinn. Echt? Gut, mir fällt er nicht ein, aber sie sind klein und pelzig und ich habe gehört, sie würden relativ schmecken. Ja. Meerschweinchen Carpaccio. Hobelst es so im Ganzen. Ist ja nicht so viel drin. Wird das vorher entfällt oder Enthaart? Wie es dir gefällt. Ach, Flo. Ja. Habe ich denn noch was auf meiner Liste stehen? Amazon-Klodeckel. Nein. Ich hatte überlegt, ob ich dir wieder einen Comicstrip mitbringe, aber ich hatte keine Zeit, einen zu suchen. Dabei gibt es da so, so viel und auch richtig merkwürdiges Zeug. Sehe schon, ich werde auch mal wieder Comics dingsen müssen. Ja, der älteste, der so als traditioneller Comicstrip gilt, ist von 1895. The Yellow Kid. Okay. Das ist über ein Kind in einem sehr großen gelben Pullover, auf dem dann irgendwelches Zeug draufsteht. Also es ist noch nicht so klassisches Strip, aber war so das erste. Klingt ein bisschen wie so eine Karikatur in so einer Zeitung. Ja. Jein. Also es sind schon Geschichten erzählt worden, aber meistens so in einem Bild. Und auf dem. Also es gab nicht diese traditionellen Sprechblasen, sondern es ist mehr so auf dem T-Shirt gesprochen worden. Oder so einfach irgendwo hingeschrieben. Sprechblasen ist auch immer sehr undeutlich. Es kommt drauf an, wer spricht. Das ist richtig. Oh, es wird weitergesägt. Hey, Leatherface. Aber es ist wirklich interessant, wenn man so sich diese alten Comicstrips anguckt. Wenn tatsächlich dann irgendwann mal so die ersten Sprechblasen oder die ersten Bewegungslinien oder sowas auftauchen. Ja, ob ich das Fenster zumachen sollte? War schön mit dir. Das so schön hat geribbelt in meine Bauchnabel. Ich mach mal das Fenster dazu. Okay. Hast du das Publikum denn noch gut unterhalten? Ja, völlig. Das ist schön. Ich bin gespannt, wie viel Schweigen sie aushalten können. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge, in der wir gar nichts sagen. Okay. Okay. Witzig.
es heißt The Yellow Kid verschaffte der Yellow Press ihren Namen. Mhm. Ich habe ja früher auch Comics gezeichnet, als ich noch jung war. Ich war früher auch mal jung. Also, was hast du denn so gemacht? Ich muss gestehen, ich war nicht der mit dem Zeichnen, ich war der mit dem Text. Aber es war schön. Mein Kumpel damals hat das Zeichnen übernommen und wir hatten quasi eine Agentengeschichte. Jedes Heftchen hatte so, ich würde sagen, 80, 90 Seiten und 10 Heftchen hatten wir schon fertig gemacht. Das ist schon ein bisschen was. Ja. Das stimmt. Das war schön. Mhm. Bei mir ist das ja damals wie heute, ich kriege ja meistens nichts fertig. Ja, ach, wir hatten damals ja auch nichts zu tun. Ja, die Schulzeit, ich erinnere mich. Ich glaube, ich fange nächstes Mal in der nächsten Episode an, so ein bisschen die The History of the Classic Newspaper Comic Strip zu erzählen. Okay. Dann beginnen wir mit den Katzenjammer Kids, die im Englischen so heißen. Okay. Und ich sehe gerade, die laufen gar nicht mehr. Ich dachte, die laufen immer noch. Die liefen nur 109 Jahre. Was? Nicht mit demselben. Ja, es gibt tatsächlich der älteste noch laufende. Ist das der älteste noch laufende? Müsste sein. Gasoline Alley von 1918 bis heute. Also 100 Jahre jetzt. Wahnsinn. Das kommt auch schon mal vor, dass da so ein Schöpfer mal 30, 40 Jahre macht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, selbst Popeye ist nächstes Jahr 100. Schon? Beziehungsweise Temple Theater, wo er dann aufgetreten ist. Er ist dann noch ein bisschen später dazu gekommen, vermutlich. Okay. Leider merkt man das bei manchen auch. Die sind heute nicht mehr ganz so spritzig und jugendlich wie hey, damals. Wie wir. Wir sind mehr so alt und knackig. Ja, wir sind vielleicht nicht spritzig, aber dafür tropfen wir konstant vor uns hin. Ja. Bisschen zähflüssig vielleicht, aber wir tropfen. Wir tropfen. Ach, gut, dass es Windeln gibt. Ja. Schlecht, dass wir keine anhaben. Ja. Du hast wenigstens eine Frau, die die Flecken wegputzt. Die ist nicht da. Ja, dann hat sie halt später was zu tun. Es trocknet alles ein. Boing. Boing. Wer ist denn dieser Frank Oz? Woher kenne ich den denn? Das ist einer, der sehr, sehr viel mit Jim Henson gearbeitet hat. Ah, Puppen und Sprechrollen, Star Wars, Yoda. Mhm. Daher kennst du ihn vielleicht. Ja. Gut. Oh, der lebt ja auch noch. Das wusste ich gar nicht. Er hat auch Miss Piggy, Fuzzy Bear und Bert gespielt. Das sieht man. Mhm. Der hat so ein bisschen ein Bert-Gesicht. Ey, Bert-Gesicht. Ah. Und führte Regie bei der kleine Horrorladen. Ja. Sehr schön. Und hat da kleine Filmrollen zum Beispiel auch in Blues Brothers. Also Auftritte oder Filmrollen? Auftritte. Okay. Schade.
Ich freue mich auf unsere Musical-Episode. Ja, natürlich. Alles ist besser mit Musicals. Ja. Sogar Kettensägen. Ich bin jetzt unter dem Wikipedia-Eintrag von Frank Oz auf die Kategorie Mann gegangen. Da bin ich jetzt bei Aamu gelandet. Mhm. Ein altägyptischer Kleinkönig. Ich weiß nicht, was ein Kleinkönig ist. Das ist wie ein Großkönig, der aber erst noch wachsen muss. Negativ wachsen muss, um ein Kleinkönig zu werden. Die Skarabäe, das Aamu. Das wäre ein cooler Romantitel. Ah, sie streiten sich aber, wer es wirklich war. Ein Wissenschaftler denkt, er hätte den Thronnamen Aha, Heteperé. Ah. Nein, Aa. Aamu. Der. Vermutlich war auch noch ein Lokalkönig im Nildelta. Ein Lokalkönig. Seine Frau war dick, das war die Lokalrunde. Entschuldige, ich bin alles müde. Gut. Ich bin amüsiert. Irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Nur was? Was denn? Nur was? Oh, mein Golfi muss noch 9 Tage durchhalten, dann darf er Sterbi machen. Ach, der arme Golfi. Wir haben jetzt das neue Auto. Ein Neui. Genau. Das ist schön. So neue Autis. Da kann man plötzlich wieder fahren. Ja, das wird bestimmt super. Besser als ja, nicht. Besser als jetzt. Ja, ach, das wird schön. Wenn du das nächste Mal über die Geschichte des Zomix erzählst, dann erzähle ich über Festkörperphysik. Ha. Oh, cool. Das ist dann aber ein Großkönig, oder? Großkönig Festkörperphysik? Ach, lassen wir den Stuhlgang heute mal weg. Ist das ein Festkörper in deiner Hose? Ach, egal. Nein, nur eine Erektion. Ich freue mich, dich zu sehen. Ach ja. Ach ja. Was habe ich dir jetzt wieder angestellt? Die Kamera. Nein, ich war kurz am Überlegen, ob quasi die Erektion eine Änderung des Aggregatzustands des Penis ist. It's physics, baby. Kommst du doch auch in eine Vorlesung mit drauf? Das wird super. Ich zeig dir mein anziehendes Potenzial. Elektroden. Schrumpfende. Ach. Da muss ich an diese Szene aus Akte X denken. Diese Folge mit dem Zirkus. Wenn der Körperkünstler zu Mulder sagt, wussten Sie, dass Sie Ihre Hoden komplett in den Körper einziehen können? Und Mulder guckt ihn ganz ernst an und sagt, das mache ich gerade. Sehr schön. Das ist auch so eine Serie,
die ich eigentlich viel öfter gucken wollte, aber mich nie getraut habe. Weil ich in Sachen Gruseldinge einfach so ein Schisser bin. Ach, so schlimm ist die nicht. Heute ist sie teilweise eher unfreiwillig gruselig. Wobei, manchmal auch richtig gut, immer noch. Also, muss man schon sagen. Manche Sachen sind nicht so toll gealtert, aber... Ja, zum Beispiel diese rothaarige. Och, das sieht doch gar nicht so schlecht aus für 103. Ja, weil die scheinbar komplett in Formaldehyd ja. eingelegt wurde und einfach vor ein paar Jahren wieder rausgefischt. Dafür hat Duchovny ja zwischenzeitlich eine Serie über sich selbst gedreht. Als Sexsüchtigen. Ah. In Californication. Auch das wollte ich immer mal sehen. Auch das ist eine lustige Serie. Ich hörte davon. Ja. Also gerade die erste Staffel kann man sich da locker mal geben und wenn es das Spaß macht, kann man auch weiter gucken. Okay. Oh, apropos gucken, ich habe die ersten 3 Staffeln Bob's Burger durch. Ah, da bin ich noch ein bisschen hinten dran. Da habe ich tatsächlich erst die erste gesehen. Und muss sagen, es wird wirklich besser von, also über die Zeit, weil die Charaktere irgendwie definierter werden und so. Und stellte dann fest, und ich vermute, es lag wieder mal an meiner Internetleitung, die sich dachte, nein, nicht mit mir, war ich bis heute Mittag der Meinung, es gäbe nur 3 Folgen auf diesem berühmten Strömungsportal. Bis mein Kollege sagte, nein, es gibt 8 Staffeln. Ja. Da hat scheinbar einfach meine kaputte Internetverbindung gesagt, ich zeig dir nicht mehr an. Schön. Geht so. Oder jemand hat die Kindersicherung angemacht und behauptet, ich wäre noch nicht 12. Auch das ist möglich. Ja. Weil du so jung aussiehst. Ja, dank der Gesichtsmaske, die ich letztens wieder drauf hatte. Aktivkohle. Ich sah aus, als hätte ich meinen Kamin gereinigt. Ich habe das Bild gesehen. War sehr sexy. Ja. Heutzutage nicht mehr politisch korrekt, aber sehr sexy. Ich weiß. Ich habe jetzt erstmal die 3. Staffel von Rick und Morty geguckt. Ich muss dich jetzt fragen, worum es da geht, weil man sieht immer wieder, ne, auch in diesem Internet, dass das so voll toll wäre. Was ist es, worum geht es? Es geht um einen Großvater und seinen Enkel, die so sehr an Doc und Marty, deswegen auch Rick und Morty, aus Zurück in die Zukunft angelehnt sind. Ah. Der Opa säuft ein bisschen und ist ein genialer Erfinder. Der Enkel ist ein Teenager. Und sie reisen durch die verschiedenen Dimensionen, nicht durch die Zeit, nur durch die Dimensionen. Und erleben Abenteuer, die teilweise echt kaputt sind. Okay. Also es ist schon doch ganz lustig. Okay, dann werde ich mir das doch mal beim Abendessen oder so. Ne? Mal angucken. Ja, es ist auch schnell geguckt. Ich meine, so eine Staffel hat so 10-11 Folgen. 20-minütige. Ah, sehr gut, ja. Also mal so ein Abend. Ja. Kann man locker mal weggucken. Und macht Spaß. Also es ist eine sehr lustige Serie. Ausgezeichnet. So. Ja, bitte? Schon gut. Wenn andere eine Räuspertaste bräuchten, hätte ich gerne Sterbi-Taste. Na, no, Sterbi ist toll. Geht so. Ich bin verwirrt, aber das ist nicht schlimm. Stimmt. Ich würde sagen, nach dieser aufregenden und dingsigen Folge. Also man muss uns jetzt aber auch mal zugute halten, so viel Content wie heute hatten wir schon lange nicht mehr. Die letzten 2 Wochen haben wir kaum so viel geliefert. Aber hallo.
Da haben wir also diesmal ganz schön war so richtig auf die Kacke gehauen. Ja. Und auch geliefert. Ja, wie Hermes. Genau, wir haben Kacke geliefert. Zerhauene Kacke geliefert. Ob ihr bestellt habt oder nicht. Ja. Wie stehst du eigentlich zu Karl Dall? Meistens schräg gegenüber. Gut. Es kommt ganz drauf an. Also er ist halt ein alterter deutscher Komiker und die sind meistens nicht mehr so lustig, wie sie es mal waren in den 80ern. Das stimmt. Und meistens ein bisschen merkwürdig heutzutage. Und sie riechen streng. Oh ja. Das wiederum ist ein bisschen lustig. Ja. Gerüche sind sehr lustig. Hm, wenn ihr diesen Podcast riechen könntet, ihr würdet euch tot riechen. Wünschen. Hashtag Rosenkohl. Hashtag Müllhalde.